Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valhalla Hills. Hallöchen, hallöchen. Ja, wir haben das letzte Mal, ja, wie immer eigentlich, bisschen was gebaut, was wir jetzt immer noch machen. So, und letztes Mal war es doch so das Problem, dass ich ja ein bisschen Problem hatte, dass die Leute sich keine Axt gebaut haben. Ich habe gelesen, das ist ein dauerhaftes Problem aktuell. Das Spiel ist eben noch im Early Access, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht so viel Spaß macht. Macht nämlich Riesenspaß bis jetzt. Steinbruch haben wir jetzt. In den Bergen bauen Steinbrucharbeiter Bruchsteine ab. Cobblestone. Ja, wir kennen's. Die für den Bau von vielen Gebäuden und Werkzeugen benötigt werden. Um aus dem Bruchstein gerade halbwegs rechtwinklige Steinquader zu klopfen, ist ein Steinmetzbau vonnöten, der später freigeschalten wird. Diese behauenen Steine werden für den Bau von vielen Gebäuden verwendet. Ja. Den machen wir natürlich auch gleich. Vielleicht dahin. So. Oh, Lagerfeuer. Jetzt machen wir erstmal ein Wohngebiet. Vielleicht hierhin. Ja. So. Haben wir irgendwelche Gegner auf dem Feld? Nein, so wie ich das sehe, nicht. Nur eben das Portal. So, lassen wir das mal ein bisschen bauen. Dann machen wir noch eine Fischerei. Alles so orange. Und das ist halt so weit weg. Aber ich muss Baukosten eigentlich sparen, deswegen tue ich das lieber dann mit Wegen verbinden. Machen wir mal von hier nach hier. Nach hier, nach hier. Nach hier. Nach hier und nach hier. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch super aus. Läuft doch schon mal viel besser als das letzte Mal. Was kann man beim Lagerfeuer machen? Ach, da kriege ich jetzt keine Informationen. Naja, gut. Dann machen wir das hier mal zum Wohngebäude. Was steht da? Am Lagerfeuer versammeln sich die arbeitslosen Wikinger gerne zu einem Plausch und befriedigen damit ihre Grundbedürfnisse nach Unterhaltung. Sprich, sie machen Knickknack. Ja, gut. Dann machen wir noch Fischer, haben wir ja dahin gebaut. Machen wir noch einen Jäger. Ein Jäger. Machen wir einen Jäger. Der kommt dahin. Machen wir auch einen Weg hin noch. Und zwar von hier nach da. So. Dann machen wir noch zentral ein Lagerschen. So. Dahin. Auch mit Weg verbunden. So. Das läuft doch schon mal ganz gut. Läuft auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Muss ich ja sagen. Zumindest gefühlt. Aber ich habe auch noch nichts Militärisches gebaut. Muss man natürlich auch dazu sagen. Referenzen. Okay, wir haben noch keinen Fisch, aber wir haben eine Axt, etwas Holz. Ach, Moment, Holz! Da fällt mir gerade was ein. Produktion, wir haben doch hier noch, genau, so einen Hackblock. So, machst du dir hier noch einen Hackblock hin? So schön, Met-Hackblock. Und dann wird alles gut.
Weil wir brauchen ja die Holzscheitel für die Jägerhütte. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Auf jeden Fall finde ich die Optik sehr, sehr schön. Von diesem Spiel. Und es ist sehr beruhigend, muss man einfach ehrlich mal zugeben. Es ist nicht so ein hektisches Spiel. Die Kämpfe sind bis jetzt auch noch nicht so anspruchsvoll und actionreich. So, was haben wir denn schon? Wir haben noch gar nichts. Das ist mein Fischerding, gell? Ah, das ist noch gar nicht fertig. Das ist noch gar nicht fertig. Dann kann auch kein Fisch da sein. Ganz logisch. Immerhin haben wir schon Bären drin. Die Bärsche, Hammer, die Bärsche. Gut, dann machen wir noch... Ah, Fisch ist fertig. Militär. Genau dahin. Und auch gleich mit einem Weg verbunden. Genau hier hin. So. Ach komm, das können wir auch noch verbinden. Vollends. Dahin. So. Da machen wir ein bisschen Militär. Gut. Irgendwie, Heda ist irgendwie unser Allround-Talent. Kann jagen, fischen und war schon Soldat. Wäre echt schade, wenn sie verloren gehen würde. Oder er. Jetzt muss ich mal hingucken. Ist das jetzt ein Er oder eine Sie? Das ist eine Sie. Okay. So. Dann nehmen wir mal zwei Achsen und zwei Bögen. Nach Möglichkeit zumindest. Bin mal gespannt, ob sie sich diesmal jetzt Äxte machen. Wie gesagt, ich habe gehört, dass es ein Bug sein soll, der noch nicht aus dem Spiel draußen ist. Liegt wohl, man soll wohl das irgendwie hinkriegen. Wir kriegen ziemlich viele Erfolge. Hochmoor. Wunderbar, du hast dich bislang eine Stunde liebevoll um deinen Untertan gekümmert. Ja, die erste Stunde! Rinder sind bei bedeutenden Fleischlieferanten, können von Wikingern erlegt werden. Wildschweine sind alles anpassungsfähig. Im Hochmoor ist es etwas gefährlicher als in anderen Bergregionen, ne? Okay. Errungenschaft, Beginner. Wir sind absolut Beginner. Ja, auf jeden Fall soll es ein Bug sein von der Early Access und soll wohl damit behoben werden, dass wenn man den ein bisschen rumschiebt, dass die dann wohl ein bisschen leichter an ihre Waffen kommen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, was soll man machen? Early Access, das ist halt nie perfekt. Ich muss auch ehrlich zugeben, wenn ich damit gerechnet hätte, oder damit, dass ich habe nicht ehrlich gesagt nicht gar, mich nicht informiert über das Spiel, hätte ich gewusst, dass es Early Access ist, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gekauft, weil ich eigentlich Early Access nicht unterstützen will. Was nämlich eigentlich eine super duper Idee ist, entwickelt sich halt meistens zu irgendwelchen Problemen. So, bewegen wir dich nochmal hierhin. Einfach ein bisschen ausprobieren. Im Zweifelsfall tue ich halt wieder ohne Waffen aufeinander einprügeln lassen. Hat ja bis jetzt auch immer gut funktioniert. Gehen wir mal ganz nah hierher. Die Ruckler sind auch von der Early Access. Kann ich auch leider nichts dagegen tun.
Ich weiß ja nicht, was euer Problem ist, aber ich gehe mal auf höhere Geschwindigkeit. Erster Kurier. Kurierposten sind sinnvoll, um alle Arbeiten mit den nötigen Waren zu versorgen. Dabei tauschen sich Kurierposten von den gleichen Farben untereinander aus. Sehr schön. Was aber unser Waffenproblem immer noch nicht gelöst hat. Dann tun wir es halt nochmal ein bisschen verschieben. Nämlich hier hin. Aha. Der erste hat eine Axt. Und noch wieder einer hat eine Axt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass die noch ihre Bögen bekommen. Die Freya und der Jodis. Gehen wir mal hier hin. Vielleicht ist es da besser, einen Bogen zu machen. Wohl nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht ist es da besser, einen Bogen zu machen. Ja, einen Bogen hat sie schon mal. Die Freya. Ah, sehr gut. Dann machen wir wieder langsam. Dann verschieben wir das. Hoppla. Dann verschieben wir das wieder nach ganz da vorne. Und öffnen das Portal. Und Attacke! Los, meine mächtigen Krieger! Zeigt, was ihr drauf habt! Na, das sieht doch super aus. Das haben wir doch sicherlich mit Bravour bestanden. Und das in Rekordzeit, möchte ich behaupten. Aber ihr habt es gesehen, Early Access, das Spiel, noch nicht ganz fertig. Hat noch ein, zwei Bugs, aber macht trotzdem schon riesen Spaß. Aktuell gibt es auch nur diese Mission, die ich gerade aktuell mache. Es gibt noch keinen normalen freien Spiel, wo man frei aufbauen kann. Das wird aber alles noch ins Spiel kommen. Nach und nach. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. So, nächste Mission. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir diesmal bekommen. Immer diese Schreier. Ah, okay, Steinmetz, Holzblock. Wir kriegen einen Brunnen und eine Farm dazu. Ein Kurier. Oh, Nachschublager, Brauerei. Ha, das ist jetzt... Jetzt sind wir langsam da, wo ich gerne wäre. So. So. Farm und Brauerei. Das Getreide, das in einer Farm angebaut wird, benötigen deine Wikinger, um eine zum Brauen von Malzbier und um herrliches Brot zu backen. Getreide wächst am besten auf grünen Wiesen. Auf felsigem Grund wird ein Farmer vergebens probieren, Getreide anzubauen. Zur Erinnerung, deine Krieger trinken Malzbier, um ihre Lebensenergie zu erhöhen. Dies machen sie, sobald sie zum Einzugsgebiet einer Brauerei oder eines Lagers aufhalten und dort Malzbier vorrätig ist. Du verlegst Krieger an das Einzugsgebiet der Brauerei, in dem du ihr Kampflad oder blablabla dahin verlegst. Genau. So, grüne Wiesen. Wie sie da sprießen. Ich baue jetzt einfach mal alles gleichzeitig. Und dann verbinde ich alles mit Wegen.
Moment mal, eine Brauerei habe ich doch schon. Ja, genau. Gut, dann mache ich jetzt die Wege. Von da nach da, nach da, nach da, nach da, 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 da und da. Um Waren in abgelegene Gebiete zu bringen, ist ein Kurierposten sinnvoll. Kurierrouten, um die Waren deiner Siedlungen besser zu verteilen und um sie über größere Strecken effizient zu transportieren, kannst du Kuriere einsetzen. Ein Kurier erstellt an seinen Positionen eine Wunschliste von Waren, die in der Umgebung gebraucht werden. Danach läuft er allen anderen Posten derselben Farbe ab, um diese Ware zu holen. Ein Kurierposten hat kein eigenes Lager. Der Kurier liefert die angeforderten Waren deswegen sofort aus. Alle Kurierposten derselben Farbe tauschen Waren untereinander aus. Du kannst aber mehrere Kurierrouten unterschiedlicher Farben parallel aufbauen. Man kann Kurierposten derselben Farbe nur in größeren Entfernungen voneinander bauen. Tipp: Kurierposten können umziehen. Es ist sinnvoll, den Posten zunächst dort zu bauen, wo die Baustoffe vorrätig sind. In ersten. Okay. Dann machen wir hier einen. Und dann hier einen. So. Ich würde sagen, dann haben wir alles so weit, dass wir jetzt einfach laufen lassen können. Ach, ma, Moment, Moment. Langsam, 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 langsam. Das brauchen wir ja auch noch. Steinmetz. Der Steinmetz kann eine neue Ware herstellen und den behauenen Steinquader. Dazu knopft er einen Bruchstein zu rechtlichen Steinquadern, die sich dann besser zum Bauen von Gebäuden eignen. Genau. So, dann hätten wir das auch. Was? Ware fehlt? Rucksack? Rucksack. Der Kurier fertigt sich dieses Hilfsmittel selbst. Okay, sehr gut. Das ist ja super. Da muss man sich auf fast nichts kümmern. Gelb und... Gelb. Sehr gut. So, dann bin ich mal gespannt, ob sie es diesmal an dieser Stelle selbst hinkriegen. Försterei, okay. So, jetzt muss ich auf neue Wikinger warten, so wie das aussieht. Wo ist denn mein Spawnstein? Wo ist er denn da hier? Ja, genau. Wir haben nicht keine Kapazität mehr. Weswegen wir gerade nichts bauen können.
Da muss ich wohl jemanden arbeitslos machen. Aber wen? Wen braucht man am wenigsten? Abreißen. Ja. Dann bau du mal. Sehr gut. Dann können wir jetzt wieder das Kampflager bauen. Hierhin. So. Bin ich mal gespannt, ob sie ihre Äxte und sowas holen. Junior-Architekt. Sehr schön. Der hat zumindest schon mal eine Axt. Da werden doch die anderen auch eine Axt bekommen. Der hat auch eine Axt. Sehr schön. Axt, Axt, Axt. Jetzt fehlen nur noch die Bögen. Bögen gehen wir mal hier hin. Vielleicht finden sie da leichter Bögen. Wohl auch nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Die nehmen immer nur die Äste. Das ist doch doof. Ich meine, mit drei Äxten werde ich wahrscheinlich auch gewinnen. Aber man muss ja nicht sein. Man kann ja auch, wenn man Bögen haben kann. Ihr und eure Äste immer. Könnt ihr die Äste nicht wenigstens dafür verwenden, zuzuschlagen, damit ihr wenigstens überhaupt Waffen habt, wenn mal was wäre? Mit Bögen wollen sie heute irgendwie nicht, ne? Scheint wohl diesmal nicht zu werden, aber da kommen anscheinend auch nur zwei raus. Die sollten ja kein Problem sein, auch wenn man nur Äxte haben. Aber ärgern tut es mich trotzdem. Ich würde doch gern noch Bögen haben.
Oder ich lasse, ich entlasse die und hole mir noch Äxte. Komm, das machen wir, bevor wir da lang rummachen. Dann tun wir dich wieder da unten hin. Da unten hat es ja gut funktioniert. Und nehmen noch zwei Äxte dazu. Ja, Axt, sehr gut. Dann dahin. Und dann öffne das Portal. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das hier schaffen. Aber ich denke schon. Sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. So, der erste wäre down. Jordis rennt weg. Ach, das ist unser Kurier. Klar, dass der abhaut. Und tschüss. Yay! Ha, wieder geschafft. Gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.